So, dann wollen wir mal gucken jetzt. Was haben wir hier noch Feines? Schrott, Komponenten, Bindemittel, Verstecken. Oh, ist nicht da. Gehen wir mal raus, fein. Also, die Schüsse hört es anscheinend auch. Es sind halt so ein paar Sachen, die mich noch so ein bisschen interessieren von dem Alien. Ich werde wahrscheinlich auch gleich mal überlegen, ob ich vielleicht mal in den Lüftungsschacht reingehe. Einfach nur mal da zu gucken. Das haben wir ja schon gelesen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal lesen muss. Ich greife einfach gleich nochmal drauf zu. Safe ist sicher. Jetzt mal am Arsch. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Als ob es mich hier nicht sieht. Ernsthaft. Softbox muss ich mir auch noch holen, siehst du? Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Und ich muss gucken, wie ich mich irgendwie so in Nachtsicht reinkriege, aber wenn ich sowieso in Ding. Ist der Revolver. Hör auf! Mal kurz aufs Terminal. Nicht, dass ich irgendwie was Wichtiges da nutzen muss. Bla bla. Ach, hier haben wir auch noch was. Frank, ihr Bedenken bezüglich der Schließung von Sun. Was? Cristobal. Wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung zu 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieschwankungen der Temperaturen in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlungssystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Verdammt, ich müsste schon wieder die weibliche Stimme nehmen müssen. Aber heute läuft's mit dem Lesen. Ich werde irre. Ja, ihr müsst bedenken, die Kamera steht ein bisschen im Wege, deswegen will ich auch diesen Schwenkarm haben. Und somit, ja, brauche ich da jetzt ganz streng den Schwenkarm, dass ich das mal ein bisschen besser lesen kann. Des Weiteren ist die Schrift auch wirklich extrem klein. Okay, jetzt wieder leise. Hallo? Hallo? Ich sehe tote Menschen. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Was haben wir hier? Ich hab was gefunden. Ich bin so gut wie tot. Sag mal, ist der irgendwie dumm oder so? Es ist ein riesen Alien. Läuft lieber Lüftungsschächten rum. Ich werde jetzt so viel Krach machen, Alter. Ey, ich habe ja so einen scheiß 7.1. Ich denke jedes Mal, dass das irgendwas jetzt hier gerade am ist, was jetzt hier, also in dem Raum hier Geräusch macht, aber es ist ja einfach nur irgendwie so eine Durchsage, die ich dann irgendwo rechts hinten höre. Scheiße da, ey. Okay, die Kühlungssysteme sind activated. Ich weiß, ich muss noch irgendwas. Hauptsache, sie macht wieder die Dinger zu, ey. Ach, so groß ist sie. Ich weiß gar nicht, wie groß sie eigentlich ist, weil ich die ganze Zeit immer geduckt gehe. Ich würde mal sagen, hier mal kurz in den Schrank rein und guck mal, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Das ist falsch. Ich muss hier sein. Okay, ich bin hier schon mal richtig. Ganz ehrlich, ich glaube langsam, das ist mehr als nur ein Alien. Weil es ist ja total bescheuert, dass es jedes Mal genau an der Position ist als wir. Wie wir. Und es jedes Mal 5000 Mal an der gleichen Stelle rumläuft. Ich glaube, es sind mehrere Aliens. Ich bin auch allgemein der größte Alien-Experte in diesem Fachgebiet. Und ich kann mit Gewissheit sagen, Seeksons Krankenversicherung, ja, die brauche ich jetzt auch. Mein bester Freund Seekson. Start Neuverkabelung. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Schönen Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Was? Ich soll was jetzt machen? Das Büro nach Informationen. Ich soll das Büro nach Informationen. Hab ich doch schon. Noch. Erstmal speichere ich, würde ich sagen. Ja, natürlich weiß ich, wo der Speicherpunkt ist. Ich bin ja nicht blöd. Aber ich habe eine Superman-G-Locke. So viel schon mal sicher. Speichern!
Hier wird jeder kleine Schritt dokumentiert sozusagen. Hui, ja bitte. Ich habe eben gerade eine Stunde Dark Souls aufgenommen. Jetzt nehme ich, was weiß ich, wie lange Dingens hier auf. Wer ist jetzt nochmal hier? Alien. Und danach werde ich eine Runde twitchen wahrscheinlich. Nachdem wir unseren Besuch abgewimmelt haben. Und so, dann haben wir das Creeper-Gesicht. So, jetzt gucke ich das nochmal hier an. Jetzt muss ich das nochmal angucken. Schon reden. Weltkontrolle, bla bla. Audio, Kühlmittel aktivieren und optimale Betriebstemperatur wiederherstellen. Keine Ahnung. Ich kann hier nichts drücken. Suchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Legende, was haben wir da nochmal? Neuverkabelung haben wir gemacht. Das heißt, ich muss also erkunden Sie den San Cristobal Krankenstation. Die San Cristobal Krankenstation. Taylor ist verletzt. Durchsuchen Sie San Ost Cristobal nach einem Medikit und kehren Sie damit zur Transaktion zurück. Transitstation, Transaktion, was für eine Transaktion? Das ist normal. Okay. Die Frage ist, ist es jetzt draußen? Also ist es oben drin oder ist es hier unten? Es ist hier unten. Hi. Ich mag Schinken. Magst du auch Schinken? Anscheinend mag er kein Schinken. Verpiss dich jetzt, du Scheiße. Geh weg. Soll ich mal einen Schwanz ziehen? Ich soll dich gerade am Schwanz ziehen. Okay, er ist wieder weg. Fick dich, du kleiner Lappen, Alter. Dich smashed, ey. Verdammt nochmal. Oh, sorry, also langsam wird's nicht mehr gruselig, Mann. Es ist nur nervtötend.